Ja, ihre Kristallspeere. Und jetzt beißt sie und kaut mich. Nein. Ja, 2:0 für sie. Lass ich aber definitiv nicht auf mir sitzen. So. Blitzspeer. Ja, da ist sie wieder. Da rennt sie jetzt schon weg. Oh, und macht den da. Ah! Ups, da stand ich mitten zwischen ihren Beinen und unter mir ist das Ding aufgetaucht. Das war definitiv kein guter Start diesmal. Nein. Ja, aber noch kann ich mich gut mit Ava messen. Sie ist eigentlich der leichteste Boss in diesem DLC oder allgemein in allen DLCs ist sie der leichteste Boss überhaupt. Ich meine, der Fume Knight, Sir Alone und der Schmelzer-Dämon, die hatten das alles schon in sich. Und auch im Sunken King waren die meisten Bosse recht stark. Au. Im Vergleich dazu ist Ava oder Eva eher handsam. Wie man gerade sieht. Ah ja, sie ruft wieder ihre Dinger. Aber diesmal falle ich nicht so leicht drauf rein. Das ist nicht gut. Jetzt hat sie keinen Bock mehr auf mich. Au. Jetzt sollte ich erstmal was trinken, bevor ich meinen Speer wieder ganz mache, wenn ich die Gelegenheit zum Trinken habe. Genau, jetzt habe ich die Gelegenheit zu trinken. Au. So, Speer ist repariert.
Ich hoffe mal, das hebt auch lang genug. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Genau. Okay. Da bin ich jetzt in den Angriff reingerollt. Das macht allerdings nicht so viel aus. Kann nämlich immer noch was trinken. Au. Das war nicht so gut. Das war riskant, aber ich habe es gewagt. Oh. Ja. Da hatte ich Glück. Ja gut, da hätte ich mich unten drunter durchrollen können. Au. Da muss ich echt vorsichtig sein. Hohoho. Oh, das war jetzt knapp. Hoi, 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 hoi. Okay, sie rennt weg. Das nutze ich mal, um mich zu heilen. Okay. Ah, das hat mich jetzt gut erwischt. Ne, ich riskier's lieber mal nicht. Dass mein Speer bricht. So. Mhm. Ah. Sicher, blocken ist gerade für mich sicherer. Oh, Mama Mia. Noch ein guter Treffer und sie ist weg. Oh, Gott sei Dank. Gesiegt. Seele von Ava, Begleiter des Königs. Das war schlauchend. Öffnet sich wieder mal nicht von dieser Seite. Ein Estus-Flakon und haben wir noch übrig. Also wir haben 11 Estus-Flakons und 2 HR-Reparaturpulver für diesen Kampf verbraucht. Ist doch schön, oder?
große Kathedrale. Ja, Kopf. Die Statue hat keinen Kopf mehr. Leuchtfeuer entzündet. Das ist das Leuchtfeuer hier in der großen Kathedrale. Große Kathedrale, Leuchtfeuer. Ja. Gut. Hier ist was Eingefrorenes. Ja, versucht Ruhe. Wenn sie nicht mehr eingefroren wäre. Und auch hier sei es eingefroren mit solchen wurzelähnlichen Ranken. Und auch dieser Ort hier, alles zugefroren. Wir können also nur auf das Podest hier und mit wem auch immer der da oben ist, sprechen. Eine Untote. And the people fled in fear until our Lord, the Ivory King, came. Ja, der Elfenbeinkönig eigentlich, aber auf Deutsch heißt es einfach der Weiße König. My dear Lord, a most true king. It was with his magnificent soul that he built a Leyden Royce and contained the spread of chaos. But the chaos would not be sated, and the king gave his own soul. Also der König hat sich geopfert, um das Chaos zu besänftigen. Kennen wir vielleicht irgendwoher ein bisschen. The king was drained of vigor and plunged into the chaos's heart. The Leyden Royce was frozen in time. Its leader lost. I remain here to contain the chaos, honoring my lord's wishes. Perhaps one day he will return. There is nothing here save that accursed flame. Ich will aber trotzdem weiter. I have but one wish. That my dear Lord might be free from that unspeakable chaos. I have strength to help him myself. But perhaps one such as you. Though I am yet to know your name, stranger, will you lend me your strength? Warum nicht? Kind visitor, I thank you. Let me open the path to chaos. Ja, jetzt will sie uns im Chaos verheizen. And please, do all you can. Alsanas Siegel ist gebrochen und der Sturm in Ilium Lois hat nachgelassen. Ja, nachdem...
But it was too long a weight to bear. The knights of Alaeolois await a new leader. One who will guide them into chaos. Many of Alaeolois' faith, but not one of them, the king, but the knight, one who...